Na, wie lief's bei euch so? Frag gar nicht erst. Die Aufgaben, ne? Die waren einfach bloß Vorsprache, nur Interpretation. Oh ja, es ist wirklich so. Aber wer denkt sich bitte auch aus, an einem Freitag den 13. Deutsch vor Abi zu schreiben? Ist echt so. Ich brauche auch einen echten Tag. Ich bin die Letzte in der Schule. Ja, bei mir haben sie auch noch das Training abgesagt. Ey, so scheiße, alles wegen Corona. Ja, same. Bei mir fällt Tanzen auch aus. Ja, ich pflanze mich auf meine Couch. Die ist auch mit Corona noch da. Das bist du, echt. Oh fuck, so spät schon. Geht der ab. Was ist mit dem los? Der muss zum Bus, aber ich werde dann noch mal zum Auto machen. Also, ciao, haut rein. Tschüss. Ich bin dann auch mal weg. Mal schauen, was noch passiert, ne? Wow, bis morgen. Wow, okay. Ja, bin gespannt. Ja, na dann. Ich denke, ich klopfe auch schon mal. Tschüss. Ich bleib dann einfach hier, so, kein Problem. Ja, ich kann dich auch mitnehmen. Ah, das klingt doch gut. Ich wollte mich gerade auf dem Schulserver anmelden und irgendwie klappt das schon wieder nicht. Bin ich da einfach nur zu blöd oder geht das bei euch auch nicht? Nee, also ich habe auch gar keinen Plan, was da wieder los ist. Nee, bei mir geht's auch nicht. Lu, geht's bei dir? Warte, ich versuch's gerade. Nee. Nee. Ein Versuch war's wert. Ist echt komisch. Ich kann auch einige Seiten bei Google nicht mehr... Moinsin! Hallo! Sag mal, liegt das an uns oder haut bei deinem PC heute auch was ganz und gar nicht? Nee, ist bei mir auch ganz seltsam. Deswegen bin ich ja hier. Ich wollte vorher ein paar Updates über Corona wieder weiterschicken und plötzlich ging mein Laptop einfach aus. Wollen wir nicht einfach mal machen? Habe ich da etwa gerade meinen Namen gehört? Wie creepy bist du denn? Das ist ja wie beim Speeddaten hier. Jeder kommt und geht, wie er will. Naja. Also ich kann euch da eigentlich wirklich nur zustimmen. Heute Morgen sind schon so viele komische Sachen passiert. Irgendwas hat es geschafft, mein doppelt gespiegeltes Serversystem zum Abstürzen zu bringen. Und es ist fucking unmöglich. Was soll ich da jetzt genau nachfragen? Also, als ich meine morgendlichen Recherchen so durchgeführt habe, war ich so bei den typischen IPs und frag mich, warum ich dort war, habe ich vom DFS mega komische Pings zurückgekriegt. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, dem Ganzen nachzugehen, habe versucht, eine Lücke in deren System zu finden. Und die Firewall hat es geschafft, mein Maschinchen zu killen. Naja, wenn du schon keine Ahnung hast, was da abgeht. Dazu kann ich vielleicht einen kleinen Beitrag liefern. Als ich heute Morgen so vom Bus zur Schule gelaufen bin. Was jetzt hier? Ja. Erst habe ich den Bus umgeschaltet und jetzt die Schule. Ganz komisch. Naja, so ist. Das Zeug wirkt aber heute richtig schnell. Naja, schon mal wieder los. Mal gucken, wie ich hier wegkomme und vor allem wann. Und Mann, das war weird, ey. Könnte mir echt klonen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es keine Bilder vom Bau unserer Schule gibt? Das hat mich ja eigentlich noch nie interessiert. Joa. Jetzt, wo du es sagst. Jungs, könnt ihr mich denn einfach mal ausreden? Wow. Also das wurde mir gerade echt zu heiß hier. Naja, um auf meine Befunde in der Historie zurückzuführen. Wartet, da brauche ich noch jemanden. Hallo. Also, wir haben vorhin für eine Ausarbeitung in Geschichte über Flöhe recherchiert. Und da sind wir dann eben auf die verschiedenen Gebäude eingegangen. Das Rathaus, die Oberschule. Kommt zum Punkt. Ist ja gut. Jedenfalls sind wir dann beim Gymnasium gelandet. Auf jeden Fall gibt es absolut keine Bilder von unserer Schule, wie sie während dem Bau aussah. Das war das Erste, was komisch war. Das Zweite war, dass es einen Zeitungsartikel von 1995 gibt, der UFO-Sichtung in Flöhe heißt. Aber als wir den anklicken wollten, wurde nur der Bildschirm auf einmal schwarz. Was war das denn jetzt? Ja,
Ist schon alles irgendwie ganz schön komisch. Aber da muss doch noch mehr dahinter stecken. Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube ja, unser Gymnasium ist gar kein richtiges Gymnasium. Ja, wahrscheinlich. Soll das ein UFO sein oder was? Was denn sonst? Denk doch mal logisch. Es gibt keine Bilder während der Zeit, wo unser Gymnasium im Bau war. Ja. Und warum das? Vielleicht, weil es einfach bisher noch kein Schwein gejuckt hat? Nee, jetzt bring doch mal deine Denkmühle in Betrieb, weil es nie gebaut wurde. Hast du jemals ein öffentliches Gebäude gesehen, das innerhalb von 4 Jahren geplant und gebaut wurde? In Deutschland? Alleine der BER steckt seit 14 Jahren im Bau fest. Hast schon recht. Und schaut man sich so die Form an, dann könnte das mit den Aliens schon hinkommen. Sag ich doch. Weißt du was? Ich würde sagen, Abfahrt. Wir müssen das nochmal genauer inspizieren. Darf ich euch daran erinnern, dass wir zurzeit Ausgangssperre haben? Darf ich dich daran erinnern, dass zurzeit neben mir ein kleines Dröhnchen liegt, das 7 Kilometer Reichweite hat? Also bis zur Schule sind es nur 5. Na dann. Zack, zack. Nee. Abfahrt. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Wir reden morgen weiter, okay? Arsch. Tja, Jungs. Ihr habt den Drohnenmeister gehört. Ich würde sagen, bis morgen. Alter. Ciao. Solche Langweiler. Naja. Salve, Jungs und Mädels. Man sieht sich. Ich glaub's ja nicht. Was? Bei dir wieder falsch? Naja, hast du denn keine Augen im Kopf? Schon. Ich weiß aber nicht genau, was du gesehen hast. Ja, moin. Ich hab's gesagt, Leute. Keiner hat's geglaubt. Shit. Leute, verdammte Scheiße. Ihr wisst gerade gar nicht, was ich abgespacedes gefunden habe. Also ich weiß ja nicht, was du gerade so mega abgespacedes gesehen hast. Aber das, was wir gesehen haben, das war echt cranker Shit. Und ich glaube nicht, dass du das toppen kannst. Da hat er wohl recht. Meine arme Drohne. Ja, ach komm, Versicherung regelt. Und ihr glaubt doch nicht, dass ich nicht mitbekommen habe, was ihr da gerade beobachtet habt. Manchmal bist du mir schon ein bisschen unheimlich. Ja, krieg dich wieder ein. Ist schön und gut, dass da bei euch so komische kleine Dinger rumschweben. Aber ich habe ja mal gecheckt, woher die Schule so ihre meisten Daten bekommt, da ja irgendwas für uns die Verbindung blockiert. Ihr werdet es mir absolut nicht glauben. Da stehen einfach so fucking 2, 3, ein S, ein Hashtag und irgendwelche komischen chinesischen Schriftzeichen in den Binärströmen der Paketswitching-Protokolle vom DFS-Server zu unserer Schule. Oh. Wow, mach mal langsam. Und das heißt jetzt auf Deutsch genau was? Alter, na dass da etwas für uns Unmögliches abgeht, um es für dich mal auf Deutsch zu sagen. Also wenn euch allen jetzt nicht klar ist, dass da was Übernatürliches dahinter steckt, weiß ich ja auch nicht mehr. Wir müssen uns das vor Ort angucken. Scheiß auf die Ausgangssperre. Naja, eins ist ganz klar, Jungs und Mädels. Das könnt ihr mal schön machen. Ich schwing meinen Arsch erst dorthin, wenn dort alles safe ist. Sehe ich auch so. Ja, das sehe ich genauso. Und Yannick, du wolltest auch. Oh ja, Schatzi. Ach, ihr Schlappschwänze. Also, ich gehe als Erster rein. Kommt wer mit? Also, ich komme lieber nach. Meldet euch einfach, wenn ihr da seid, okay? Jo, mach ich. Ich komme auf jeden Fall direkt mit. Ja, also, ich bin auch dabei. Das kann ich mir definitiv nicht entgehen lassen. Na, dann bis gleich. Also an euch Schlappschwänze da, ne?
Hier ist nichts los, also niemand da. Alles klar. Beruhigt euch mal. Komm, komm. Wieder dann rein. Ah, alle mir nach, ich gehe als Letzter. Hilf mir lieber. Na dann, hopp, hopp. Jo, ist das dunkel. Ach nee, Henry, sag bloß. Jungs, wo seid denn ihr? Ja, hier unten. Ey, Leute. Haha, sehr lustig. Ah, schön, dass ihr dann auch alle mal da seid. Ja, ja, meckern nicht rum. Also Leute, ich finde hier ja vieles, aber nichts, was irgendwie nach Aliens aussieht. Geht mir genauso. Also ich weiß nicht, wo ihr zwei gerade seid. Aber ich kann euch dieses wirklich zu 100% versichern. Ich bin ne Hai. Also wirklich ne. Und ich habe schon wieder so ein komisches Teil gesehen. Also, was geht denn hier ab? Boah, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße mit? Ey, es ist fucking schulfrei. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als mit euch in den Keller einzusteigen, um irgendwelche gruseligen Kreaturen zu suchen. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Hier, Schatzi, kommst du? Ja, ja. Du musst noch runterschlucken. Ja, aber Hauptsache mir wieder nichts übrig lassen. Leute, können wir mal bei der Sache bleiben und nicht das ganze Schullager leer räumen? Mal schauen. Jo, Leute, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, was ist eigentlich, wenn unsere Drohne bloß abgestürzt ist, damit die Aliens ungestört ihr UFO weiterbauen können? Genau! Die wollen das UFO reparieren und dann nach Hause zurück. Jo, genau deswegen. Haben die diesen blöden Virus erschaffen? Damit keiner raus kann und das niemand mitbekommt. Na klar. Ah, diese kleinen Schlingel. Alter, ich hab's. Hast du dich die ganze Zeit nicht auch gefragt, was die DFS damit zu tun hat? Nö. Schnauze. Die wollen sich einfach bloß den Luftraum über unsere Schule freihalten. Damit da kein Flugzeug im Weg ist, wenn da irgendwie das UFO starten soll. Wie geil wäre es eigentlich, wenn man diesen blöden Viechern das UFO einfach klauen könnte? So als Rache? Dafür, dass sie unser Abitur versauen? Ja, schon nice. Das müssten wir denn eigentlich schon heimzahlen. Boah, Jungs, wir können euch alle hören. Sprecht doch jetzt mal. Ups. Schatzi, was hast du eingestellt? Ohne den beiden von eben recht zu geben, ich glaube, hier fährt gerade irgendwas hoch. Sieht nicht so normal aus. Alter, ich glaube,